Hey, in diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit ChatGPT eine PowerPoint-Präsentation in nur einer Minute erstellen kannst. Los geht's. Dazu öffne ich den Browser, besser gesagt ChatGPT. Und an der Stelle, umso konkreter du deine Anfrage an die KI stellst, desto besser wird sozusagen das Code-Ergebnis. In dem Fall lautet die Anfrage: Erstelle einen VBA-Code, also Visual Basics for Application Code, für PowerPoint mit 7 Slides zum Thema, ich nehme jetzt mal Mitarbeitergewinnung und sage noch keine Platzhalter, nur dein Wissen. Dadurch wird der Code erstellt. Ja, und diesen Code kannst du jetzt ganz bequem kopieren, dann PowerPoint öffnen. Wir wollen eine neue Präsentation und hier oberhalb im Menü unter Extras, Makro, dann den Reiter Visual Basic Editor kannst du schlussendlich die Konsole hier öffnen. Mit diesem Button, Menü, zweites Symbol, also Modul einfügen. Hier jetzt den Code einfügen und dann das Ganze ausführen. Das geht wieder im Bereich der ersten Menüzeile und dieser Play-Button. Du siehst jetzt im Hintergrund hat sich die neue Präsentation geöffnet. Das sieht ganz vernünftig aus. 7 Slides wurden auch erstellt. Da das jetzt noch relativ langweilig aussieht, mit einem Microsoft 365-Account gibt es die Funktion Designer und mit dem kannst du für coolen Style sorgen. Und so kannst du dich ziemlich schnell durchklicken. Und so baust du halt schnell und einfach die neue Präsentation. Das schauen wir uns jetzt auch gemeinsam noch an. Ich klicke mal fix durch. Ja, und für diesen ersten schnellen Aufschlag kann sich doch das Ergebnis definitiv sehen lassen, oder? Du kannst es also gerne mal kommentieren. Ja, und damit komme ich zum Ende des Videos. Solltest du noch Fragen haben, dann stell mir deine Frage in Form eines Kommentars. Ich werde dir wie immer zeitnah antworten. Wenn dir das Video gefallen bzw. weitergeholfen hat, zeig mir das, indem du Daumen hoch bzw. gefällt mir klickst. Abo nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Dann sehen wir uns definitiv im nächsten Video. Ich sage erstmal ciao und bis zum nächsten Video. Mach's gut.